Es ist 8.45 Uhr, Nebel in Cuxhaven. Gunnar Wegener ist zusammen mit Uwe Sandja zu seinem ersten Termin unterwegs. Die Realschule hat mit Sabine Dilbert seit kurzem eine neue Leiterin. SPD-Fraktionschef und Landtagsabgeordneter machen einen Antrittsbesuch. Zuhören, wo der Schuh drückt, Vorschläge unterbreiten, Anregungen in den Rat der Stadt und nach Hannover mitnehmen. Es ging heute Morgen einfach darum, mal ein wenig Lobbyarbeit für Realschulen zu machen. Die haben ja so ein bisschen so ein Stiefkind. Viel wird über Grundschulen sowieso geredet, ist gut. Hauptschulen, weil sie angeblich für Benachteiligte sind. Und die Gymnasien haben sowieso eine hohe Lobbygruppe. Aber wir stellen fest, dass gerade so für so einen mittleren Bildungsbereich Realschulen noch sehr, sehr gut sind. Und 715 Schüler in der Realschule in Cuxhaven sind wichtig. Und die haben im Moment Probleme, weil die frühere Landesregierung keine festen, verbindlichen Ganztagsschulen gemacht hat, sondern es wird einfach nur mit Freiwilligen gearbeitet. Die Lehrstunden sind nicht da. Und darüber haben wir geredet. Wir haben darüber geredet, ob denn die Stadt oder der Landkreis Schulträger bleibt. Also es war ein schönes, interessantes Gespräch. Und insbesondere für Uwe Sandscher, der als Landtagsabgeordneter eine Menge Punkte mitgenommen hat, aber auch ich als Fraktionsvorsitzender. Wir haben eine Menge Hausaufgaben bekommen von Frau Dilbert und das ist auch gut so. Normalerweise sollen Hausaufgaben am besten gleich nach der Schule erledigt werden. Doch dazu hat Gunnar Wegener keine Zeit. Er muss nach Ilienwort. Um 11 Uhr steht ein Termin in seiner Eigenschaft als stellvertretender Landrat an. Betty und Werner Dagis feiern ihre eiserne Hochzeit. 65 Jahre verheiratet, Gunnar Wegener ist beeindruckt. Will ich Ihnen zu Ihrer eisernen Hochzeit ganz locker, die freuen sich. Man merkt, dass sie also das auch erwarten. Sie wissen das ja in der Regel. Das Büro des Landrates ruft ja vorher an. Also es gibt da überhaupt gar keine Berührungsängste. Und auch meine beiden Landratskolleginnen, Frau Faase und Frau Vierhoff, berichten immer wieder, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Und mein Kollege Klaus Johansen als Fraktionsvorsitzender hat gesagt, das hätte er nie geglaubt, dass Gunnar Wegener in der Lage ist, auch solches Charming auf solchen Veranstaltungen zu verbreiten. Nach weiteren Gesprächen mit den Gästen muss Gunnar Wegener wieder los. Der Schreibtisch ruft. Auf dem Weg dorthin bleibt heute noch Zeit für eine Stärkung. Gearbeitet wird parallel. Ja, gut. Um 14 Uhr ist der Geschäftsführer des Verdi-Ortsvereins Cuxhaven wieder im Büro. Absprache mit Mitarbeitern, Diktat und Überprüfen der E-Mails. Kaum ist das getan, wird Gunnar Wegener wieder zum SPD-Fraktionsvorsitzenden. Die Arbeitsgruppe 60 Plus hat geladen. Als Bundestagskandidat stellt er sich den Fragen der Parteimitglieder und klärt über die aktuelle Situation der Stadt auf. Natürlich dauert der Termin wieder länger als gedacht. Gut, wenn man sich bei solchen Tagesabläufen auf die Unterstützung der Familie verlassen kann. Meine Frau, die war jetzt zum Beispiel beim Fototermin mit in Berlin, hat mir Tipps gegeben, macht auch viele Sachen für mich. Und wenn es die Typberatung ist, ob die Krawatte von den 200, die ich im Schrank hängen habe, die richtige ist. Und meine Tochter, die ist ganz heiß hinterher. Ich weiß, dass einer ihrer Lehrer immer nachfragt, der ist wohl auch Sympathisant der Sozialdemokraten. Die wollen unbedingt, dass ich bei ihr in der Schule komme. Sie findet das manchmal ein bisschen peinlich. 16, 17-Jährige sind da ja ein bisschen eigen. Nein, sie unterstützen mich, die finden das alle wunderbar. Im Anschluss heißt es wieder Büroarbeit. Die Krawatte kommt ab, denn um 18 Uhr beginnt der letzte offizielle Termin des Tages, ein Gewerkschaftstreffen. Was veranstaltet Verdi am 1. Mai? Was kann man für die Beschäftigten des Einzelhandels tun, deren Arbeitgeber gerade den Manteltarifvertrag aufgekündigt haben? Gunnar Wegener findet wie immer klare Worte. Ich weiß nicht, ob ich der Steinbrück von der Küste bin, aber klare Kante
klare, deutliche Aussagen wollen die Leute hören. Die haben genug weichgespülte Politiker. Und dann muss man auch mal in Kauf nehmen, dass man vielleicht in der Formulierung ein bisschen daneben legt. Aber 99% ins Schwarze treffen und 1% mal daneben, ich glaube, das verzeihen die Leute. Rumlabern, haben wir genug Menschen. Deutlich und unmissverständlich. Morgen wird Gunnar Wegener wieder sagen, was er denkt. Egal, wie andere das finden.